Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, wieder mal was anderes, werden sich jetzt einige denken, was steht er denn hier vor einem Auto herum? Ja, meine Freunde, das wird wieder mal eine Seite von mir, die ich hier auch präsentieren möchte, weil mich das einfach unglaublich bewegt und interessiert. Manche werden sich noch erinnern können, ich bin im Jahr 2019, wo das noch relativ einfach gegangen ist, mit meinem neuen Dacia Duster, der da drüben steht und den ich gleich einblenden werde, in Deutschland und anschließend in Kroatien unterwegs gewesen. Genau, das war noch Zeiten und auf diesem Dacia habe ich mittlerweile, der da drüben steht, eben auch ein Hochzelt, ja, das jetzt gerade noch im Keller herumsteht, das ich dann hier möglicherweise für den auch verwenden werde. Aber das hier ist ja ein Docker, den ich mir jetzt einfach mal gegönnt habe, gebraucht, aber mit wenig Kilometern und ein bisschen an Luxus und halt hinten drinnen einfach mehr Platz. Die Frage, die für mich jetzt einfach ist, ich bin jetzt nicht der wahnsinnig große Bastler, da ist es, weiß nicht, ob das so gescheit ist, wenn ich da allzu viel herumtue, keine Ahnung. Ja, meine Frage geht einfach mal auch in die Richtung, ist hier jemand oder sind hier einige, die mir hier einfach auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen? Ja, das, was hier ganz wichtig ist, es gibt ja schon einige Videos, den René Kehrer oder so ähnlich wie er heißt, wo ich viele Videos früher gesehen habe und vor kurzem auch von einem anderen YouTuber, der sein Car auch wunderbar, also seinen Docker wunderbar ausgebaut hat. Aber das ist mir alles ein bisschen too luxury. Das ist mir einfach zu viel an Wohnzimmer-Flair oder zum Teil, weiß nicht, so verbaut möchte ich das Ganze nicht haben, weil das Auto ist ja dann doch nicht so wahnsinnig groß innen drinnen und ich möchte da nicht irgendwie so drinnen sitzen müssen. Also für mich soll es sehr praktisch sein. Ich möchte Platz haben, ich möchte drinnen sitzen können, wenn das Wetter draußen scheiße ist, sage ich jetzt mal, damit ich hier mit meinem Notebook gemütlich sitzen kann an den Recherchen, an den Videos, an allem Möglichen zu arbeiten. Das wäre mir wichtig. Und hier, wie gesagt, nicht hier zu viel auch cool und möglicherweise eine zweite Batterie. Genau, so eine Batterie dann halt. Aber da ist es dann mit meinem technischen Latein eh schon wieder am Ende. Was natürlich auch wichtig ist, dass der Platz drinnen zum Schlafen auch gemütlich ist. Ja, ich werde grundsätzlich viel allein unterwegs sein. Das heißt, dass das so gebaut werden kann, wo eben hauptsächlich ein Bett schnell mal zu beziehen ist oder eine Schlafstelle. Und wenn jemand dabei ist, beziehungsweise meine Freundin mit dabei ist, dass man das schön natürlich umbauen kann. Das Ganze aber so sollte, wie gesagt, nicht zu statisch verbaut sein, auch nicht in so schönen Kisten, Kastendingen. Ich habe keine Ahnung, ich sage es euch ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber gut, wir schauen da jetzt einfach auch mal rein in die Karre, würde ich sagen. So, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass zwar die meisten wissen werden, wie es in einem Docker innen drinnen ausschaut, aber irgendwas möchte ich halt auch zeigen. Am Bildern, genau. Und ich bin ja ein wahnsinnig bequemer und ich mag es eigentlich auch nicht so wahnsinnig verbauen und auch alles Mögliche rausgeben. Ich habe irgendwie auch so die Idee, na, man sieht mir ja überhaupt nicht, ich habe ja auch irgendwie so die Idee,
dass die hintere Sitzreihe, dass die nicht rauskommt, sondern dass man die eventuell auch umdrehen könnte. Das wäre eigentlich der totale Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, das Ganze ist umgedreht, man sitzt in die Richtung auf dem sehr gemütlichen Sitz und der dient dann natürlich andererseits erstens einmal zum Sitzen natürlich, da kann man auch zu zweit wunderbar sitzen und weiterer Folge sollte man ihn dann natürlich auch für das Bett verwenden. Also das ist auch klar, aber da muss man, ich habe keine Ahnung, das umzudrehen und das dann anders einzubauen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind so Dinge, die sind mega aufwendig, aber das wäre mega cool, wenn man das machen kann. Also ich habe echt so die Idee dazu. Zumindest die Zweier oder keine Ahnung, ob das überhaupt auseinander geht. Ich glaube, da unten ist das Rohr, das müsste man auseinanderschneiden. Bingo, also das wäre das Optimum. Also wenn diese Sitzreihe einfach umgedreht würde, ich weiß, wenn man jetzt das Ganze einfach nur nach vorne klappt, dann hat man ja auch Sitzfläche, aber dann sitzt man eben wieder da oben herum. Aber das probiere ich jetzt einfach einmal. Naja, das ist jetzt einmal klar, das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig praktisch, das Ganze. Das wäre schon ein bisschen was anderes, wenn die Rückenlehne dann weg wäre. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch vom technischen TÜV quasi überhaupt möglich ist, dass man das umdreht. Da müsste man wahrscheinlich da unten am Boden wieder herum tun. Keine Ahnung, liebe Leute. Ja, ich bin ein technisches Nockerpatzerl, wie man bei uns so schön in Österreich sagt. Ja, spannend auf jeden Fall. So, und zwar denke ich jetzt daran, das so zu machen, zumindest mal auszuprobieren, dass man quasi da so ein Gestell hier bastelt, in der Höhe circa, bis hierher. Ja, dann hat man da schön Platz auf der Seite noch für andere Dinge. Der Sitz bleibt jetzt einfach mal und dann geht diese Fläche da nach hinten. Und da kann man dann liegen und dann kann man natürlich das Ganze auch ja so irgendwie gestalten. Das wäre jetzt einmal so die Idee, liebe Leute. Ja, da brauche ich natürlich jetzt einmal einen Zollstock. So schaut's aus. So, meine Lieben, was ich vorher ja total übersehen habe, ja, das braucht natürlich da hier oben in der Höhe sehr viel Platz. Und ich hab's vergessen, dass er das nach vorn geht. Ja, ich kenne das auch nicht für sich, hätte mir eigentlich einfallen müssen. Aber ich habe mich erinnert, dass ich eigentlich vor zwei Tagen schon so drin gelegen bin. Und vorher habe ich mir das angeschaut. Und da schaut das andere natürlich wieder anders aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da so ein Gestell reinkommt, ja, so in der Höhe ungefähr, dass man unten dann auch was reinbringt, aber dass es einfach nicht so hoch ist. Ich mag das nicht, wenn ich dann da heroben irgendwo liege. Ja, keine Ahnung. Also mir wäre es recht in der Höhe. Da mag sich vielleicht der eine oder andere denken, ja, da bringst du unten nicht gescheit was rein, aber auf den Platz verzichte ich dann lieber und es ist mir echt lieber, ich habe nach oben. Wie gesagt, ich bin 1,90 groß und da, ja. Und so wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man da so ein Gestell reinbaut, weiß nicht, so 80 breit hinten, dass man dann da wieder ja, so zurückklappen kann, damit ich jederzeit, auch wenn ich mag, den Sitz wieder verwenden kann. Also das ist mir irgendwie wichtig. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich hinten jetzt komplett...